Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen, dem nächsten Ranking Stage Video zu meinen Top 11 Games 2023. Und wir sind bei den Top 3 angelangt. Und ja, wie ihr schon am Thumbnail vielleicht seht, wir haben hier ein Capcom Double. Ja, wann hatten wir das letzte Mal ein Capcom Double auf den Treppchen? Das war vor circa 4 Jahren. Beziehungsweise jetzt 5 Jahren zu Zeitpunkt der Aufnahme, aber 20 Jahren 20 mäßig gesehen vor 4 Jahren des Gaming-Jahres 2023. Und ja, 2019 hatten wir auch ein Capcom Double, ne, mit Resident Evil 2 und Devil May Cry 5. Und ja, hier ist es jetzt ein bisschen anders. Es ist ähnlich, also der dritte Platz ist wieder sehr ähnlich und der zweite Platz ist aber komplett was anderes. Aber wollen wir nicht um den heißen Brei reden, denn wir sind jetzt in der Sprache, wie ihr schon vielleicht beim Dead Space Remake gehört habt, dass wir am Anfang zwei großartige Remakes bekommen haben. Das eine war halt, wie schon das erwähnte, Dead Space Remake, und jetzt kommen wir zu meinem Platz Nummer 3, Resident Evil 4 Remake. Meine Fresse, was für ein grundgeniales Spiel. Das Problem, was natürlich auf der technischen Seite ist, es ist auch ein PS4-Spiel. Das ist nämlich so ein klitzekleines Problem, denn das wurde noch entwickelt in der Zeit, wo die PS5 wahrscheinlich noch nicht da war, beziehungsweise auch geplant war. Es ist jedenfalls noch mit nicht der neuen Engine für die aktuellen Konsolen optimiert entwickelt worden. Das merkt man dem technisch an. Trotzdem sieht es sehr solide aus. Das ist vielleicht das einzige Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten, Resident Evil 4 Remake hat die Learnings aus Resident Evil 2 und 3 Remake sehr groß gezogen und haben hier einfach mal alles auf Maximum verbessert. Allein das Gameplay fühlt sich wirklich fantastisch an. Man hat Möglichkeiten, jetzt viel besser mit dem Messer zu stealthen. Man kann jetzt parieren. Also man hat hier Parries und das erinnert so leicht schon an Metal Gear Rising, denn man pariert, wenn man richtig schlägt. Ja, und dann hat man die Möglichkeit, einen Skill, also beziehungsweise Roundhouse Kicks, Suplex oder was auch immer zu machen, was Leon auch im Original macht. Und ja, alle Charaktere, was die aus Resident Evil Remakes schon wirklich gut gemacht haben, also seit Teil 2, sind die Charaktere tatsächlich viel besser, mehr Fleisch zu geben. Ja, Krauser wird zumindest schon mal am Anfang erwähnt, beziehungsweise ist ein Teil der Vergangenheit von Leon S. Kennedy. Er ist ein bisschen auch der gebrochene, zur Waffen gemachten, Spezialagent, geheim für den Geheimdienst der USA, weil es gab keinen Ausweg. Aber ja, und dieses Spiel fängt ganz anders an. Und die lockeren Sprüche sind trotzdem dabei. Also nichtsdestotrotz, die coolen One-Liner, die sind da. Und Ashley ist endlich mal eine richtige Person und nicht nur ein Abziehbild. Die haben einfach Ada, da haben sie mit der Ada-Kampagne Separate Ways, dazu kommen wir nochmal gleich, wirklich was gegeben, außer natürlich die Lokalisation von Ada Wong. Missfällt den meisten. Ich kann mich da mittlerweile arrangieren, obwohl ich wirklich sagen muss, das ist leider das Allerschwächste in diesem ganzen Spiel. Settler, muss ich sagen, wurde auch so ein bisschen, was soll man sagen? Ja, das ist so ein bisschen hinten weggelaufen. Salazar wurde auch ganz gut relativ eingeführt. So im Gesamten macht das Spiel eigentlich alles relativ sehr gut.
Wie gesagt, das Gameplay ist unzerstörbar. Die ganzen Mechaniken, die das Kampfsystem, wie die Gegner reagieren und so weiter und so fort, was du da alles machen kannst, ist unfassbar krass. Dieser Gameplay-Sucht, beziehungsweise New Game Plus, ist einfach mega genial, was du da machen kannst. Ich habe dieses Spiel, glaube ich, zweimal durchgespielt. Ist auch beim ersten Mal eine 20 Stunden und dann etwas kürzer natürlich, weil man da alles besser kennt. Die Areale sind ziemlich gut aufgebaut. Die Encounter-Rate ist, ja, die ist schon recht bedrohlich da. Man kommt eigentlich gegen alles an. Jeder Bosskampf ist sehr komfortabel, würde ich mal sagen, designt. Sie sind nicht wunderlich schwer. Die Preise von gewissen Waffen, zum Beispiel dem Rocket Launcher, ist teurer geworden. Früher konnte man den Rocket Launcher schon sehr, sehr früh holen und da konnte man ein paar Bosskämpfe skippen, weil natürlich der Rocket Launcher, also der Raketenwerfer, ist halt der One-Hit, ja, One-Hit-Guy, womit man alles besiegt. Das habe ich natürlich in meinem zweiten Playthrough gegen Krauser gemacht und gegen die erste Phase von Saddler Endbosskampf. Habe ich aber natürlich auch in Separate Ways benutzt. Und ja, was soll man sagen? Leon steuert sich fantastisch. Die ganzen Animationen, die ganzen Möglichkeiten, die ganze, ja, Aufmachung der Maps, des Sammelkrams, das mit den dass man die Schmuckstücke mit Rubinen verbessert, dass man das Maximum rausholen kann an Waffen. Die Knappheit des Platzes ist auch natürlich wieder ein großer Bestandteil, wie im Resident Evil 4 Original, großer Bestandteil. Was man sagen muss, ist, dass man hier weniger Iframes hat als im Originalspiel, denn wenn man im Originalspiel wenn man die Leiter hochgeklettert ist, dann hatte man Iframes, dass man nicht getroffen wird in den ersten paar Stufen, dass man ohne Probleme da die Leiter hochklettern konnte. Oder wenn man aus dem Fenster gesprungen ist, dass man da auch Iframes hatte. Das ist halt alles etwas anders ge gewesen. Die Kollisionsabfrage ist aber auch anders. Die Gegner reagieren jetzt nicht so krass stark auf die Kugeln. Natürlich, Kopf ist meistens bei Resident Evil nicht immer der Ausgangspunkt, sondern immer in die Beine, schön in die Kniescheibe und dann kannst du den eine schönen fetten Roundhouse-Kick oder Suplex oder noch sonst was geben. Die Las Plagas sind relativ, also die normalen Las Plagas sind vollkommen okay, aber die heftigen mit dem großen Maul, die können schon problematisch sein, wenn du in einer Reihe bist. Also wenn du da in so einer, ja, Crowd bist und die dich da wirklich umkreist, das ist schon relativ heftig. Die ganzen Secrets sind auch sehr cool. Die Käfer wurden jetzt auch anders designt. Die können ein bisschen mehr ab, beziehungsweise, ja. Das Messer hat jetzt wieder auch eine Stamina-Leiste, sonst würde man nur mit dem Messer durch die Gegend laufen. Klar, man kann, ich glaube, wenn man auf schwer durchspielt, das Unendlichkeitsmesser bekommen, weil dann kannst du alles mit Messer kaputt machen. Das ist unfassbar krass. Ich weiß nicht, wie stark jetzt dieses Messer ist. Habe ich leider noch nicht erfahren, da habe ich mich auch noch nicht dran getraut. Aber dieses Spiel ist so phänomenal cool designt. Die Story tut ihr Ding. Der Händler ist fantastisch, ja, neu interpretiert, ist ein bisschen zu sehr piratenmäßig, muss ich schon sagen. Und ja, ich muss schon sagen, Resident Evil 4, meine Güte, ein richtiger Brecher dieses Jahr. Das ist Qualität auf Gameplay und technischer Ebene, dass man einfach nur sagen muss, ja, ich kann nicht viele Worte verlieren an Resident Evil 4, denn es ist ein Remake eines der besten und revolutionärsten Spiele in der Geschichte der Videospielhistorie, denn es hat ja die Third-Person-Action-Perspektive
Spiele revolutioniert und Resident Evil 4 ist nicht nur ein sehr gutes Actionspiel, es ist ein Survival-Horror-Action-Spiel und es weiß, was es ist, das macht es ziemlich, ziemlich gut. Die Leute von Capcom bzw. dahinter haben diesen Teil wirklich mit sehr großem Respekt behandelt und haben das super gut in die Neuzeit reingebracht. Sie haben Ashley auch gute Passagen gebracht. Die Regenerators sind auch, ja, sie sind, also der Grusel, der Spannungsfaktor bei den Regenerators, ja, der ist da, aber der ist lange nicht so heftig wie damals. Es gibt auch gewisse Abschnitte, die sind nicht da. Die, ich würde mal sagen, aber die vermisst man nicht, weil das Spiel so designt ist, dass das alles aus einem Guss ist. Also unfassbar geil. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Areal kämpft, vor allem wenn man im Anfangsgebiet ist, dass er so, es gibt ja gewisse so Minenfallen, wenn man die Gegner da reinlaufen lässt, das ist so herrlich, das ist so wahnsinnig herrlich. Der Kampf gegen den Wal ist vielleicht nicht das Highlight, aber das Areal danach, wow, das hat mich nochmal umgehauen, dass das so recht gut umgesetzt wurde, dass man da wirklich noch ein goldenes Ei findet und ja, dass man von Salazar definitiv erfährt, hier, da der hat eine Eierkrankheit, alles klar, und dass man ihn tatsächlich mit dem zwei goldenen Eiern komplett K.O. machen kann oder einem goldenen Ei, da hast du ihn schon fast K.O. und dann musst du nur noch zwei Schuss mit der Revolver geben und fertig ist der Sack, also da bist du schon durch mit dem Boss. Also das sind so viele kleine, coole Sachen und Details drin. Dieses Spiel ist einfach ein Actionfest. Es ist geil inszeniert. Musikalisch gesehen trägt es zur Atmosphäre bei. Und ja, Resident Evil 4 ist einfach, ja, dein Remake zum besten Spiel aller, zu einem sehr wichtigen Spiel, eines der besten Spiele aller Zeiten. Und ja, das Remake ist nicht sehr weit weg davon. Das Ganze wird natürlich abgerundet mit dem wohl besten DLC des Jahres, und zwar von Separate Ways, wo man die Seite von Ada spielt. Und da haben sie einfach mal für 10 Euro einfach mal so ein langes Spiel wie Resident Evil 3 Remake gegeben. Und man muss, das ist der, das, dieser DLC ist einfach der Hammer. Denn da kommen Abschnitte vor, die man vermisst hat. Da ist die Gondelfahrt, da ist der Kampf gegen, ja, er heißt hier Pesanta, aber das ist ganz klar die, der U3-Kampf, den wir nicht gehabt haben. Wir haben da die Laserwand, die jetzt gut inszeniert reingebracht wurde, aber jetzt, wie gesagt, auch mit einem Augenzwinkern natürlich dazu gebracht wurde. Und wir haben Ada Wong, einfach mal ein komplett anderen Gameplay, also ein komplett anderes Gameplay und Kampfsystemgefühl, wo Ada sich ganz deutlich unterscheidet, wenn man Leon spielt. Das macht das ganze Paket richtig runder, als Resident Evil 4 schon gar ist. Und man kann einfach nur sagen, Capcom haben mit Separate Ways auch getraut, sich Wesker einzuführen, denn Wesker ist eigentlich ein Teil dieser Eskalation, wenn nicht sogar ein etwas größerer Teil, denn er ist bei Leon hat eine andere Mission, und zwar halt die Präsidententochter befreien aus den Fängen von Settler. Und Ada hat das Ziel, ein Stück vom Bernstein zu klauen für Wesker, für seine Pläne eigentlich für Teil 5. Ob jetzt die Frage sich natürlich hier ergibt, ob das nächste Remake jetzt ein Code Veronica oder Teil 5 tatsächlich wird. Teil 5 hat das dringend nötig. Ich wäre sehr gespannt, wie sie das hinbekommen mit diesem afrikanischen Stamm, wie delikat sie heutzutage damit umgehen würden. Das würde ich unbedingt sehen. Aber ich würde auch zu gerne ein Code Veronica sehen, um
Wesker besser aufzubauen. Bei Code Veronica baut Wesker um einiges größer auf. Und das wäre gar nicht so unwichtig, weil Leute, die mit dem 2er Remake Resident Evil erst kennengelernt haben, werden nicht wissen sofort, wo Wesker ist. Und das ist das Problem. Und dass da eine mit, wie heißt er, mit Chris Redfield. Und ja, da missfällt so ein bisschen der Kontext, warum Wesker so ein großer Widersacher eigentlich ist. Übrigens, herrlich dargestellt und gesprochen auch von für den Wesker-Darstellung. Einfach, der hat mir richtig Spaß gemacht. Natürlich, Ada Wong ist von der Performance her so, ihr ist alles egal. Also, sie inszeniert sich so ein bisschen, ja, ist schon. Und da haben wir natürlich auch unseren Charakter. Oh mein Gott, ich muss kurz nachgucken. Das ist. Bitte schlagt mich nicht. Alle Resident Evil-Fans würden mich jetzt bewerfen. Ja, Resident Evil 4. Weil ich will es ja schon korrekt machen, ne? Also, wo ist er? Ja, Louis, meine ich doch. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Also, Louis Serra, der wurde auch so spitze charakterisiert. Und er kriegt einen, sagen wir mal, besseren Tod. Als so, das geht jedes Mal aufs Herz. Die haben coole Buddy-Momente. Ich hätte gern ein ganzes Spiel nur mit Leon und Louis. Louis ist, wie gesagt, also alles ist einfach um 1000% besser, was die Charakterisierung angeht. Weil die Charakterisierung da ist halt, ja, es ist halt ihr Ding. Es ist einfach der Ding der Zeit und die sind so geschrieben. Und heute sind die so gut ausgearbeitet, dass ich sagen muss, ich finde das fantastisch. Also man kann sich ja richtig in den Charakteren verlieren, richtig. Also die sind wirklich toll. Und Louis und Ada haben auch eine sehr inter also man erfährt interessante Sachen noch über Louis, man verbringt noch mehr Zeit mit Louis. Und ja, danach folgt ja, wo Louis stirbt, ein Krauser-Kampf. Also man begegnet Krauser zweimal, einmal im Messerkampf und meine Fresse, Gott sei Dank ist es kein QTE-Shit, sondern ein echter Messerkampf. Ha, ist das super. Ey, das ist so gut gemacht. Vor allem, weil die Kampfmechanik um das Messer so on point gemacht wurde. Was Ada auch hat. Aber Ada hat ja ganz andere Bewegungsmöglichkeiten. Und das hat sie ja mit ihrem Enterhaken. Und den benutzt sie nicht nur um gewisse Plattformen, die Leon zum Beispiel nicht erreichen kann, nur zu benutzen, sondern auch im Kampf. Man kriegt später einen Charm für den Koffer. Ja, Charms sind da, um gewisse Vorteile im Laden oder beziehungsweise Kampfskills oder beziehungsweise wenn man gewisse Munition hier hat, zu sammeln. Die Munitionsherstellung finde ich auch ziemlich ganz gut, kann man machen. Man kann sich ganz klar entscheiden, was man hier herstellt. Und ich muss auch persönlich sagen, was die Waffen nochmal angeht, zurück. Bei der Hauptkampagne muss ich leider sagen, dass die Red 9 nicht mehr die stärkste Handfeuerwaffe ist. Es ist tatsächlich die Punisher mit dem roten Visier. Ja, das rote Visier ist wieder da und das ersetzt dann das Kreuzvisier aus dem Spiel. Also da wird nicht mehr dir angezeigt, wenn du fokussiert bist oder so. Du hast nur den Pointer und das ist so geil. Also die Punisher ist wirklich die beste Handfeuerwaffe und die Stinger ist natürlich die beste. Das beste Scharfschützengewehr, beziehungsweise die Powerwaffe. Und ja, ich bin kein Fan von den Automatikwaffen, die verkaufe ich eigentlich immer gleich. Ah ja, die Pumpgun, natürlich der Elefantentöter, der ist natürlich der beste. Das spratzt so schön. Also ja, die Waffensounds sind vielleicht jetzt nicht so krass. Ja, so krass on point wie beim Original-Vierer, aber es tut dir Fing, ne? Es ist jetzt nicht so hyper. Bei Adas Kampagne haben sie, wie gesagt, sie hat nur eine Pumpgun und zwar die sie auch im Original Separate Ways Kampagne auf der PS2 hatte, denn das gab's damals nicht auf der GameCube-Version, das war PS2
exklusiv eigentlich schon. Man musste quasi das Spiel nochmal kaufen. Ja, also ja, und heutzutage das mit 10er rauszuschmeißen, Capcom, ist was mit euch passiert? Hallo, ihr bietet uns ein Spiel an, das eigentlich genauso lang ist wie ein Resident Evil 3 Remake und verkauft das für 10er. Also da kommt man so ein bisschen ins Grübeln, was da bei Capcom passiert ist, aber ist es anscheinend wegen dem Erfolg von Resident Evil 4 Remake gegangen. Das Spiel hat sich innerhalb von ein paar Tagen über 3 Millionen Mal verkauft. Dieses Spiel ist eingebrochen, ist gelandet wie ein Komet auf der Erde. Das ist so ein gutes Spiel. Capcom, ich bin so gespannt, was Capcom jetzt noch weitermacht mit der Resident Evil Marke und vor allen Dingen mit den Remakes. Ich habe einen mega Spaß mit denen. Das ist eines meiner allerliebsten Resident Evil Spiele. Also, das muss man schon sagen. Es ersetzt nicht Remake 1, das ist natürlich unsterblich. Aber Resident Evil 4 Remake ist das Beste, ist einer der, natürlich wieder mal der beste Teil und wieder mal eines der besten Remakes überhaupt. Aber trotzdem nichts reicht an Teil 1 Remake von der Cube, weil das ist so einzig, das ist so klassisch Resident Evil, wie es nicht mehr gibt. Aber ja, was soll ich sagen? Separate Ways mit Resident Evil 4. Mal gucken, ob es dann eine Gold-Edition kommt. Übrigens, es gab noch sogar umsonst den Mercenaries-Modus, der macht Spaß. Da die Kampf- bzw. die Kampfmechanik das hergibt, man spielt auch mit Lewis, mit Hank. Hank ist auch natürlich wieder dabei. Ada, Wesker und Krauser. Ja, Krauser spielt man auch und man kann herrlich abgehen. Jeder hat so verschiedene Special Moves. Und ja, das ist halt so ein Arcade-mäßiger Shooter-Abschnitt. Also Resident Evil 4 ist für Pickepacke voll und ist definitiv eines der besten Spiele 2023. Das ist locker Top 3 Format. Also da kann man nichts anderes sagen als, ey, Capcom, Chapeau, ihr habt mit der neben Dead Space Remake nochmal einen ganz großen Brechertitel rausgebracht. Aber das ist nicht nur der einzige Brechertitel, den Capcom dieses Jahr rausgebracht hat, denn sie haben etwas geschafft, wo ich eigentlich schon mega gehypt war und sehr gehofft habe, dass es ist, aber dass es so einschlägt, ja, wie sonst was, ja, das werden wir jetzt gleich in meinem Platz Nummer 2 haben. Also, alles klar. Das wäre es jetzt mit meinem Platz Nummer 3, Resident Evil 4 Remake. Ich habe leider keine Worte mehr für dieses Spiel. Alle kennen es, ihr wisst es, dass es gut ist. Es ist einfach ein phänomenal gutes Spiel und das würde ich definitiv, natürlich, alle anderen Remakes, ich finde auch den 3er Remake fantastisch. Alles saugute Spiele und ich bin so gespannt, was Capcom weitermacht. Ich bin gespannt, ob auch die Engine, die neue Engine irgendwann greifen wird. Wir können gespannt sein. Aber wir werden, kommen wir jetzt zu Capcoms nächste Evolution in Sachen Technik und Präsentation und unter anderem Gameplay im gewissen Genre. Alles klar. Gehen wir zu meinem Platz Nummer 2. So, meine Damen und Herren, weiter geht's mit meinen Platz Nummer 2 und ja, es ist ein Capcom Double. Ja, und auf Platz 2 ist wohl eines der besten Fighting Games unserer Zeit rausgekommen. Und der wohl beste Nachfolger, der beste Teil seit Street Fighter 4 oder beziehungsweise seit der Street Fighter 4 Zeit. Und die Rede ist hier von Street Fighter 6. Meine Fresse, was ist das für ein Brecher von Kampfspiel? Ich meine, okay, Musik, da spalten sich die Geister. Da gebe ich jedem recht, Musikgeschmack ist besonders. Aber das, was die beiden Jungs hier gemacht haben mit ihrer Vision, einer so krassen Identität, einen frischen Ansatz, die Street Fighter Marke in neue Stratosphären bringt.
Die ganz klare Artstyle-Vision. Vor allen Dingen, Leute, diese Technik, diese Präsentation, diese Design, diese Designliebe für die Charaktere, Leute, da explodiert mein Kopf. Und alleine das Kampfsystem, das ist sowas von Next Level, unfassbar. Also ich kann einfach nicht glauben, wie sie den Kernaspekt von Street Fighter 6 so genial und so revolutionär gemacht haben, dass kein Kampfspiel so aussieht wie dieses Spiel und keiner so eine aufwendige Designtechnik hat, wo Haare, Muskeln, Kleider und okay, wir haben leider keinen Schweiß, gut, alles klar, wir sind hier nicht bei DOA oder ich weiß nicht, ob Tekken jetzt auch Schweiß haben wird, aber alles ist in Bewegung, alles ist top animiert, die Charaktere haben Mimiken, super geil, alles ist on fleek, alles, das ist einfach nach Devil May Cry 5 eines der technisch beeindruckendsten Spiele von Capcom und Capcom hat mit Street Fighter 6 einfach die neue Ära der modernen, neuen, also die neue Ära der Kampfspiele eingeläutet. Das hat nur damals Street Fighter 4 geschafft. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es eigentlich Guilty Gear Strive S gemacht hätte, was nicht ganz geglückt ist, weil Guilty Gear Strive ist trotzdem ein sehr wichtiges Kampfspiel und ein einzigartiges Kampfspiel, was die Ära von gutem Rollback Netcode reingebracht hat. Street Fighter 6 hat auch ein sehr guten Netcode mittlerweile. Sie haben die Konnektivitätsprobleme mittlerweile besser in den Griff bekommen. Also das war am Anfang doch noch ein bisschen recht nervig. Aber nichtsdestotrotz, die haben hier so einen fetten Blockbuster-Titel rausgebracht. Einen Triple-A, das ist tatsächlich ein Triple-A-Fighting-Game. Es sieht gut aus. Er spielt sich verdammt gut. Und es hat nicht nur die klassische Steuerung, sondern es hat auch für Einsteiger die moderne Steuerung. Das ist jetzt natürlich für alle meckern auf hohem Niveau, aber man kann dagegen ankommen. So blöd es sich anhört. Viele sagen, das hätte man weglassen sollen. Natürlich die ganzen Hardcore- und Hardliner sind sehr dagegen, dass man auf Turnieren auch mit modern spielen kann. Hey, es gibt nicht, alle Leute da draußen können nun mal nicht diese ganzen Motion-Inputs machen und man will ja so möglichst wie viele an Street Fighter ranführen. Vor allen Dingen die moderne Steuerung hat auch Handicaps und zwar zieht alles um 20% weniger ab. Ja. Und das ist, und man hat nicht alle Moves oder Schläge zur Verfügung. Und das ist natürlich ein großes Handicap gegenüber einem, der mit allen 6 Buttons spielt und die volle Kontrolle von dem Charakter hat. Das sind 2 groß verschiedene Sachen. Klar, man hat ganz viele einfache Wege durch die moderne Steuerung, aber sei es drum. Man kann es schlagen. Und man kann offline mit einem Button-Mashing-Mode, der, wie ich finde, gedacht ist für Partys, wo man sich besäuft und nur die Knöpfe drückt und gucken, was passiert. Oder halt mit einem mit den Kindern zum Beispiel auch an Street Fighter heranführen, um einfach einen Spaß zu haben. Ja. Meine Güte, Street Fighter 6 ist endlich ein Spiel, was für die Spielerfans auch gedacht wurde. Denn Street Fighter 6 hat nicht nur den Kernaspekt so fantastisch gut gemacht. Eines wirklich, also wow, was für ein Kampfspiel. Sie haben auch einen Trainingsmodus gemacht, der ist einfach Bombe. Also was man da alles machen kann. Man kann so gut mittlerweile sich darauf einstellen und trainieren gegen die Charaktere. Man hat so viele Tools, dass man einfach sagen kann, Alter, ich möchte unbedingt diese Stelle gewinnen, also beziehungsweise trainieren und man kann direkt von der Stelle immer wieder sofort reinmachen. Immer wieder, und man kann die Frames ganz genau zählen. Diese Advantages, alles ist so, alles sitzt vor allen Dingen. Da gibt's keine Dissonanz, wenn man offline das trainiert, ist das online sehr wichtig auch.
mittlerweile. Da gibt es keine Dissonanz in der Kollisionsabfrage. Sie haben es geschafft, das technisch wirklich sehr, sehr beeindruckend zu machen. Was vielleicht auch noch immer und vielleicht am Anfang immer noch so ein bisschen das Problem ist, dass es manchmal ein paar Inputs zu lange merkt in gewissen Stellen, aber das ist jetzt nur ein kleiner Wermutstropfen. Klar, das kann mal den Kampf kosten. Street Fighter, wir wissen alle, sobald Einschlag sitzt, kann es den Kampf kosten. Auf jeden Fall, wo ich jetzt hinaus wollte, ist Street Fighter 6 ist auch nicht nur ein Paket, denn es gibt noch den Battle Hub. Der Battle Hub ist sozusagen ein Treffpunkt von Online, man kann sagen, eine offene Lobby für Ränge jeder Art. Und dort gibt es auch mittlerweile Online-Turniere. Ja, die hatten auch Startschwierigkeiten und Verbindungsprobleme, aber das geht mittlerweile. Und es gibt mittlerweile auch so Events wie ja, Liga-bedingte Turniere, Geburtstagsturniere. Letztens, jetzt zu Zeitpunkt dieser Aufnahme, hatte Yuri Han am 1.1. Geburtstag. Ich habe leider mega auf die Fresse bekommen. Ich habe auch ein bisschen Licht, ich hatte auch ein bisschen, ja, Zitter. Ich habe auch ein bisschen gezittert wegen, ja, wie nennt man das? Licht, Lampenfieber habe ich, wenn es um Turniere geht. Ich merke einfach, ich bin kein Turniermatch, aber ja, da muss man halt so im Mindset sein und so weiter und so fort. Aber ja, es gibt die Avatare und diese Avatare haben, finde ich, einen sehr großen, es ist ein großer Spielteil von Street Fighter 6, denn die Avatare können durch den großen Singleplayer-Modus, dem World Tour-Modus, einem, ja, Mortal Kombat Conquest-Modus, eine Mixtur aus Shaolin und Yakuza, den Yakuza-Spielen, also beziehungsweise ein Beat'em-up Open-World-RPG-Spiel, wo dein Charakter sämtliche Basis-Moves von unseren mittlerweile 20 Charakteren, zu Zeitpunkt der Aufnahme sind es 20, da kannst du deine Moves und Specials mixen, wie du willst. Du kannst den DP von Ken haben, du kannst den Command Grab von Manon haben, du kannst die Sonic Booms von Guile haben und du kannst die Tatsumakis von Ken oder sogar von Ryu haben, und du kannst so vieles mixen, dass du deinen eigenen Kampfstil hast, und es ist auch natürlich auch möglich, mit den Avataren im Battle Hub gegeneinander antreten zu lassen. Was wirklich, okay, ich find's cool für die Leute, die da dann ihren Spaß haben, was wirklich eine sehr große Kreativität ist. Die sind natürlich technisch nicht so aufwendig gemacht, wie, und natürlich unsere 18 Hauptcharaktere, die designt sind. Aber trotzdem eine sehr solide Technik. Die sehen jetzt nicht wirklich scheiße aus, oder die sehen halt nicht so High-Concept wirklich aus, ne? Der World Tour-Modus, ich finde, das ist das ergänzt dieses Paket ziemlich gut. Es wird auch immer erweitert, wenn der nächste Charakter als DLC eintrifft, kriegt er auch einen eigenen Kapitel und wird auch so eingeführt. Das finde ich ziemlich gut. Ich bin mal gespannt, wie weit sie das noch mit dem World Tour Modus machen, ob sie wirklich jetzt nur die Charaktere mal einführen oder vielleicht bald einen neuen Stadtteil oder eine Fortsetzung machen. Ich bin mal gespannt. Das Ding hat Potenzial. Ich finde bisher diesen Modus nett. Ich finde, das war jetzt nicht der Kaufargument für dieses Spiel, weil das Kaufargument ist, ja, wie gesagt, die Optik, die Technik, das Design und das Gameplay ist einfach, da sitzt alles. Das ist einfach das Kampfspiel heute. Das ist einfach das Kampfspiel, Leute. Da gibt es keine andere Meinung. Einfach, ja. Ich meine, ja, so gut wie auch Mortal Kombat 1 ist, macht Street Fighter 6 in seinem reinen Produkt, also wenn man auf den Kernprodukt geht, finde ich das um einiges beeindruckender, finde ich. Mortal Kombat, also auch selbst in Street Fighter 6, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, hat auch mit seinem
Post-Content wirklich ganz, ganz, ich sag mal, nicht große Probleme, aber es trifft nicht ganz den Appeal der Fans beziehungsweise den Hardcore- und Hardliner-Fans. Und ich bin da teilweise mit im Boot, denn letztens wurde eine kollaboriert, es gibt diese Collaborations und es werden Kostüme immer dargestellt und manchmal denkt man so, wieso nicht für die Hauptcharaktere und nur Avatar-Zeug. Und das ist schon die zweite große, nee, mittlerweile die dritte große Koalition. Die zweite hat man kaum mitbekommen. Das war nämlich Bucky, wenn man da jetzt nicht so drauf war. Und ich muss schon sagen, das ist so ein milder Beigeschmack. Aber es, wie gesagt, wir lieben alle dieses Spiel. Das Spiel ist von seinem Grundkonzept, bam. Dieses Produkt ist bam. Das ist Street Fighter 6, das ist saugutes Kampfspiel. Da kann man nichts dran rütteln. Das Problem ist das, was Mortal Kombat 1 auch hat. Ihre DLC-Politik ist einfach irgendwie, schießt das ganz weit von den Spielerschaft weg, weil das ist teuer. Man wird gezwungen, gewisse Coins zu kaufen, wo man einfach das nicht hat. Und ja, wozu hat man dann diese Drive-Tickets? Die Drive-Tickets setzt man für relativ Sachen ein. Was nett ist, muss ich sagen, ist der Fighting Pass. Klar, man muss diese Premium-Sachen freischalten mit Coins, aber es lohnt sich, denn man kann auch sowohl wie im Battle Hub alte Arcade-Klassiker von Street Fighter oder anderen Capcom-Arcade-Spielen spielen, wie Final Fight oder anderen Capcom-Arcade-Titeln, wie auch Puzzle Fighter, Street Fighter Alpha 2. Mal gucken, ob da zukünftig noch andere Capcom-Titel es reinschaffen. Und die kann man zum Beispiel dann privat spielen außerhalb des Battle Hubs. Und es gibt noch einmal Extreme Battle. Mir missfällt der Gedanke, glaube ich, dass nicht so viele Extreme Battle spielen. Aber es ist da, so ein Fun-Modus, wo man wirklich sagt, ja, da haben sie sich was von Tekken und Mortal Kombat inspirieren lassen. Denn es gibt gewisse Modi, wo man zum Beispiel einen Bullen und ausweichen muss und den Gegner so oft K.O., also auf den Boden hauen muss, dass dann gewinnt derjenige. Oder derjenige kriegt so viel Schaden durch Sturmmasten und so weiter und so fort und man kriegt dann Befehle, was man machen muss. Oh, das bringt mehr Punkte, wenn du jetzt zum Beispiel ein Jump-In machst oder wenn du jetzt grabst oder wenn du den Gegner verspottest oder was auch immer oder wenn du den Gegner jetzt greifst. Das ist schon so eine Highscore, das ist so wirklich, ja, das ist Videospiele, das ist so Videospiel, dass man sagen muss, ja, da hat Capcom tatsächlich ein volles Paket gegeben, was wirklich Street Fighter 6 nochmal in die höchsten Stratosphären überhaupt schon packen würde, wäre eine Jukebox gewesen, tatsächlich. Mir missfällt der Gedanke, dass tatsächlich Street Fighter hat wirklich so viele tolle Tracks, von Teil 2 bis hin zu Alpha, bis hin zu Teil 4, Teil 5 hatte auch gute Tracks und Teil 6, da gefällt nicht jedem oder andere Capcom-Klassiker, was sie ja auch mit Street Fighter 5 gemacht haben, wo gewisse Mega Man war da drin, Devil May Cry war drin, Monster Hunter war drin. Ja, und ich bin mal gespannt, wie die Zukunft davon aussieht. Mein Gott, dieses Spiel ist gerade knapp über ein halbes Jahr draußen. Ja, der erste große, wirkliche Content für die Hauptcharaktere war erst vor kurzem im Dezember mit den dritten Outfits. Die dritten Outfits, glaube ich, für Aki und Rashid sind, glaube ich, noch nicht da. Müsste ich noch mal gucken, ob die später kommen ob die jetzt schon da sind. Jedenfalls muss ich sagen, ja, die Outfits sehen sehr gut aus. Das Problem, Capcom hat natürlich ihr Problem geschildert, jeder Kämpfer braucht so circa um die 2 Jahre Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie groß und krass die Charaktere schon alle fertig sind für die Season 1, aber ich denke mal, die sind schon alle die ganze Zeit am Laufen und am Arbeiten. Ich kann mir das nicht vorstellen, sonst dass Ed und Akuma schon kommen. Und im Hintergrund werden schon die Season 2 Charaktere fertig gemacht und gearbeitet, denn
Das ist eine Heidenarbeit, was die da machen. So viele, wie gesagt, die Details, Haare, Muskeln, Kleider, wie das alles sich bewegt, das ist etwas, was du noch nie in einem Kampfspiel gesehen hast. So eine Detailverliebtheit zu den Charakteren. Diese Charaktere haben so viel Personality wie lange nicht mehr. Alleine die Menüs, alleine der Startmenü, wie das designt ist, das hat so viel Personality. Es ist so ein neues Street Fighter, was wirklich sich sehr gut anfühlt und in einer Neuzeit sich endlich mal getraut hat, einen Schritt nach vorne zu gehen. Klar, Street Fighter 5 war vom Gameplay her anders, aber von der Optik her sehr ähnlich zu Street Fighter 4 und das haben sehr viele, die jetzt nicht auf den zweiten Blick hingeschaut haben, ob das Street Fighter 5 ist, haben viele nicht mitbekommen. Das hat über 2 Jahre gedauert, bis die Leute gesehen haben, oh, Street Fighter 4, 5 ist draußen? Schon 2 Jahre? Was? Mit der Arcade Edition haben die auf einmal gemerkt, oh, es gibt Street Fighter 5. Ja, weil das Problem ist die Optik. Und diese Optik, das ist so eine geile Designentscheidung gewesen. Noch nie sahen die Charaktere so geil aus und die Designs einfach nur geil. Und man kann einfach nur hoffen, dass es mehr Klamotten gibt, weil die sehen alle so gut aus. Aber das erfordert natürlich mega viel Arbeit. Und ich bin mal gespannt, wie Street Fighter 6 sich ja, halten wird. Es ist das meistgespielte Kampfspiel zurzeit. Und alle anderen Kampfspiele sind einfach unter der Spielerzahl mittlerweile. Mal gucken. Vielleicht ändert sich das definitiv mit Tekken 8, denn Tekken ist der Liebling der Neuzeit. Also vor allen Dingen hier in Deutschland. Deutschland ist mehr Tekken-Land geworden als Street Fighter. Und ich bin mal gespannt, wie Tekken 8 einschlagen wird. Es wird definitiv, denke ich mal, neben Street Fighter 6 definitiv existieren, aber was Street Fighter 6 hier designtechnisch und technisch hier oft uns einfach hinlegt, das ist, und Gameplay, das ist einfach Next Level Shit. Das ist sowas von geil und das war lange Zeit mein Game of the Year, Leute. Also, ich hau's raus, das war lange Zeit mein Game of the Year, bis ein gewisses anderes Spiel kam, wo ich mir schon fast dachte, dass das wird, denke ich mal, Game of the Year sein. Und wow, das ist nicht nur mein Game of the Year, das ist eines meiner Top 3, mittlerweile meiner Top 3 Spieler aller Zeiten geworden, weil was mein Platz 1 macht, das ist unfassbar. Also, das macht in ganz anderem Bereich sowas. Ah, das ist einfach. Ja, das ist Next Gen, Leute. Das ist der nächste Schritt, was Platz 1 macht. Aber was Street Fighter 6 für die Kampfspiel-Ära gemacht hat und ja, also wir sind wieder in der goldenen Ära von Kampfspielen. Ich meine, 2023 war sowieso ein gutes Jahr für Kampfspielfans. Wir hatten nicht nur Street Fighter 6 und Mortal Kombat 1, wir hatten auch Granblue Fantasy vs. Rising, was mir ein bisschen missfallen ist, weil ich finde, ich habe keinen Zugang irgendwie. Ich habe nicht so diesen Bezug, dass ich dieses Spiel unbedingt haben muss. Pocket Bravery, was mir auch nicht so ganz geschmeckt hat. Ich habe da schon ein Auge drauf gehabt, aber es gab eine Demo und die Demo hat mir bestätigt, ja, ich brauche dieses Kampfspiel nicht. Vielleicht hat mich Street Fighter 6 versaut. Nichtsdestotrotz, Street Fighter 6 ist einfach das Premium-Kampfspiel überhaupt. Also man kann es mit Freunden zocken, egal welches können die haben. Natürlich empfehle ich sehr gerne die klassische Steuerung zu spielen, weil da ist der größte Spaß natürlich drin. Nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass jeder die Möglichkeit hat, dieses Spiel zu spielen. Auch die Accessibility Options sind für ein Kampfspiel herausragend gut und eines der ersten Kampfspiele, die sowas groß machen. Und ich muss sagen, Capcom, die haben wirklich eines der größten Launch Fighting Games und einem, ich glaube, den besten Launch Start eines Kampfspiels seit Street Fighter 4 wieder geschafft.
Und ja, Capcom ist wieder auf Kurs. Das Spiel hat sich mittlerweile, ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber ich denke mal, die knacken bald die 3 Millionen. Denn die haben innerhalb von weniger als einem Monat 2 Millionen Leute haben Street Fighter 6 im Sommer gespielt. Und das Nebentitel wie ein Diablo 4, Final Fantasy 16 und mir missfällt noch ein anderer Titel, aber das waren so die Brechertitel. Ja, Armored Core, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall Street Fighter 6. Es ist eines der besten Kampfspiele unserer Zeit mittlerweile. Also, das ist so ein gutes Kampfspiel. Ich bin so gespannt, wo die Reise mit Street Fighter 6 noch hingehen wird. Ich bin mal gespannt, um wie viel besser und wie viel sich das Spiel noch steigern wird. Einfach von, wie gesagt, Design, Technik und Gameplay, das ist. Und die Präsentation, das ist einfach fantastisch. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ich komme nicht aus dem Staunen von diesem Spiel. Ich warte natürlich sehnlichst auf meine Sakura Kasuganu, die ist natürlich nicht im Kader drin, aber dafür habe ich meine Jurihan und Juri ist einfach, das ist die beste Version, was wir von Juri bekommen haben. Sie hat alle das, was sie braucht und kein Fett irgendwie, was unnötig ist. Sie ist slick gemacht, sie ist so gut designt. Ich bin einfach nur dankbar für endlich, dass Yuri endlich nicht Mist ist, ja, wie in Street Fighter 5. Das hat mich so, ey, das war so Vietnam-Flashbacks. Leute, ihr könnt das nicht glauben. Auf jeden Fall, Street Fighter 6 wird das Kampfspiel to go immer für mich sein. Dieses Kampf, wie gesagt, dieser Titel, das habe ich gehypt bis zum geht nicht mehr. Ich habe es. Eigentlich spiele ich das schon 1,5 Jahre, denn ich war an der ersten Beta beteiligt, auch an der zweiten Beta. Und ja, okay, dann dazwischen gab es nichts vieles mehr, aber dann habe ich sogar noch. Dann habe ich sogar noch. Ja, dann das. Ich habe das über den ganzen Juni, Juli bis September gespielt. Und ja, Street Fighter 6, das ist so ein Brechertitel, das ist so ein gutes Kampfspiel. Und wir werden sehen, um wie viel besser es noch wird, denn es erwartet uns noch eine gute, solide und eine wahnsinnige Zeit mit Street Fighter 6. Leute, ich kann euch nichts anderes sagen als, ja, wenn ihr Bock auf ein Kampfspiel habt, natürlich, wählt euch aus. Mortal Kombat 1 ist auch ein gutes Kampfspiel, was wirklich von seinem Gameplay lebt. Street Fighter 6 ist das bessere Produkt, einfach. Also, es hört sich wie ein Bash an, es ist aber einfach Fakt, wenn man die beiden nebeneinander stellt, sieht man einfach. Allein von der Präsentation und vom Detailgrad her, das ist einfach Next Level Shit. Das hat kein Kampfspiel zurzeit. Das ist unfassbar. Also, ja, ich bin hin und weg. Das ist definitiv meine Silbermedaille. Das ist mein Platz 2. Eigentlich Game of the Year Material, aber ja, okay. Ich höre jetzt auf. Meine Güte. Street Fighter 6. Wow. Eines der besten Spiele 2023. Aber es gab einen, der mir so, wie gesagt, der hat mich so umgehauen, wie lange nicht mehr ein Videospiel das gemacht hat. Und ja, das ist etwas, wo ich sage, das ist was Neues, das ist Next Level. Das ist etwas, was mich so. Das ist etwas, wofür ich Videospieler bin. Das ist etwas, das ist so komplett eine neue Erfahrung. Aber das alles werden wir in Nummer 1 ausarbeiten. So, aber das wär's jetzt mit meinem Platz Nummer 2 und 3. Ein Capcom Double. Ja, ich bin ein Capcom-Fan. Capcom liefert mittlerweile wirklich überwiegend nur ab. Was jetzt die DLC-Politik beziehungsweise angeht, ja, da hat selbst Mortal Kombat 1 auch Schwächen. Also, was das angeht, aber nichtsdestotrotz, der reine Kern von Street Fighter 6 ist so gut, dass das einfach über allem hinwegstrahlt. Also,
egal was dem Spiel passiert, ob der wirklich kacke DLC hat oder so, dieses Spiel ist unzerstörbar gut. Ja, alles klar. Ich höre jetzt lieber auf. Ja. Genau wie Resident Evil 4, einfach, ja, einfach Brechertitel. Alles klar. Ich würde sagen, ich bin DK. Das ist Game Stage 5. Also, warte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Ja, und wenn euch nicht nur mein Ranking Stage gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und wenn ihr mehr Street Fighter Zeug sehen wollt, dann klickt doch bitte hier in die Playlist mit Street Fighter auf Street Fighter. Oder wenn ihr generell mein Fighting Stage Zeug gefällt, dann klickt doch bitte hier auf dieses Feld. Und wenn ihr mein Resident Evil Playthroughs sehen wollt, dann klickt doch hier auf diese Playlist. Es gibt auch noch eine separate Playlist, die kann ich, denke ich mal, hier nicht einsetzen. Auf jeden Fall, Leute, 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 wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, zum großen Finale meiner Top 11 Games 2023, und zwar mit meinem Platz Nummer 1. Bye, bye!